Hallo, ich bin Elienix und das ist der zweite Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meiner Werwolf-Challenge. Schön, dass du wieder da bist. Im letzten Part haben wir unsere Hauptperson Iana ein wenig besser kennengelernt. Sie ist ja ein Werwolf, verwandelt hat sie sich aber noch nie und sie fühlt sich ehrlich gesagt auch noch nicht sonderlich wohl damit, dass sie ein Werwolf ist. Also eigentlich weiß sie es auch noch nicht so richtig, aber sie vermutet es zumindest. Aber in ein paar Tagen ist Vollmond, also dann wird sich das auf jeden Fall auch ändern. Und übrigens, ich nehme diesen Part auf, bevor der erste Part online geht. Das heißt, ich kann leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Aber ja, starten wir am besten gleich mal ins Spiel. Und hier sind wir wieder. Letztes Mal haben wir ja schon fleißig im Müll getaucht. Das heißt, wir haben schon ein paar kleine Einrichtungsgegenstände. Und zwar haben wir hier eine Toilette und ein Waschbecken. Hier haben wir zwei Stühle und einen Fernseher. Das Badezimmer ist leider noch kein wirkliches Badezimmer, also wir haben auch noch keine Wand. Aber wir haben momentan auch leider nicht wirklich Geld dafür. Und wie ihr alle sicher wisst, Iana ist eben ein Werwolf. Hier haben wir ihre Wutanzeige. Die ist zum Glück mittlerweile schon wieder etwas weiter unten. Wenn sie nämlich ganz oben ist, also wenn sie ganz mit dem Roten gefüllt ist, dann verwandelt sie sich nämlich in einen Werwolf. Außerdem können wir hier sehen, was sie für ein Werwolf ist. Und zwar ist sie ein mürrischer Wolf. Dieser Sim braucht vielleicht ein wenig Schlaf, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Einen schlafenden Wolf sollte man niemals anstupsen. Oh, okay, vielleicht hätte ich sie im letzten Part nicht aufwecken sollen. Aber gut, und hier haben wir dann eben noch Fähigkeitspunkte. Das habe ich das letzte Mal ganz vergessen. Da haben wir natürlich schon zwei Stück und die können wir dann gleich einmal vergeben. Und zwar gibt es hier folgende Auswahl. Wir haben einmal Boshaftigkeit. Erschrecke andere zum Spaß und aus Profitgier. Schalte die Fähigkeit frei, grausame Einschüchterung bei anderen zu verwenden, damit Iana ihre Fangzähne blecken und Sims in die Flucht schlagen kann. Mit ein bisschen Glück lassen sie sogar ihre Geldbörse fallen. Wenn es falsch ist, ein wenig das Biest raushängen zu lassen, möchte sich Iana gar nicht richtig verhalten. Also das brauchen wir definitiv auf jeden Fall. Das klicke ich schon mal an, ohne dass ich mir die anderen überhaupt angeschaut habe. Das zweite ist wölfisches Nickerchen. Mit der Fähigkeit wölfisches Nickerchen kannst du überall auf dem Boden schlafen. Es wird Zeit zu lernen, dass Betten nur eine Möglichkeit sind. Iana kann sich jetzt zusammenrollen und überall schlafen. Prinzipiell sehr brauchbar, aber da es in der Stadt in dieser Bar, also in diesem Bunker, ein Bett gibt, brauchen wir das eigentlich nicht. Dann gibt es noch Territorium markieren. Hinterlasse eine Markierung und erleichtere deine Blase. Fühle dich frei. Genieße den Vorteil, dein Territorium immer und überall markieren zu können. Die Welt ist unsere Leinwand. Naja, das benötigen wir jetzt auch nicht wirklich. Dann gibt es noch Wühlerin. Grabe verlorene Schätze und Artefakte aus. Direkt unter den Füßen von Iana befinden sich zahllose wertvolle Artefakte. Mit der Fähigkeit, den Boden zu durchwühlen, kann sie Schätze mit den bloßen Händen aus dem Boden ziehen. Wen interessiert es schon, was die Nachbarn denken? Das klingt auch so spannend, aber schauen wir uns einmal das Letzte an. Körperpflege. Lecke den Schmutz ab. Iana fühlt sich schmutzig, dann kann sie sich den Pelz sauber lecken. Warum das Rad neu erfinden, wenn die Antwort in uns allen liegt? Die soziale Akzeptanz der eigenen Körperpflege kann variieren. Ja, okay, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt einmal für Wühlerin. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil damit kann sie dann eben Schätze finden und hiermit können wir andere Sims berauben. Also Dinge, die wir am Anfang auf jeden Fall brauchen können. Außerdem gibt es hier noch jede Menge schlummernde Fähigkeiten, aber ich hätte gesagt, die schauen wir uns erst an, wenn wir sie einmal zufällig freischalten. Gut, dann schauen wir einmal wieder in die Stadt und gehen ein wenig Müll tauchen, damit wir einfach mehr Einrichtung bekommen. Und zwar schauen wir einfach wieder hier zur Bar und zum Bunker, denn falls wir wieder irgendwelche Bedürfnisse erfüllen müssen, haben wir hier ja jede Menge Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht treffen wir ja Lou wieder. Gut, wen haben wir hier? Hier gibt es Fabian Steffens, er ist der Mixer für heute. Okay, dann werden wir uns bei ihm auch einmal respektvoll vorstellen. Er ist auf jeden Fall auch ein Werwolf. Okay, gut zu wissen. Dann können wir uns gleich ein wenig mit ihm anfreunden. Und zwar werden wir ihn nach seinen Hobbys fragen. Dann können wir ihn kennenlernen. Und zum Abschluss erzählen wir noch eine lustige Geschichte. Aluna Hemming, also ihre Mutter, schreibt uns gerade, Iana in der Stadt ist ein weltberühmter Zirkus, nur heute Abend, lass uns zusammen hingehen. Wir ignorieren das Ganze natürlich, sie möchte ja ihre Werwolfgestalt von ihrer Mutter geheim halten
Und deshalb werden wir uns derzeit jetzt nicht mit ihren Eltern abgeben. Okay, wen haben wir hier? Eine nackte Frau, die im Regen duscht. Okay, wenn sie gerne möchte. Was passiert denn hier drüben? Da drüben war ich noch gar nie. Oh, hier haben wir wieder Werwölfe. Wer bist du? Rory. Oh, bei Rory können wir uns auch gleich einmal vorstellen. Respektvoll vorstellen. Das ist cool. Hey, das ist Lou. Mit dem muss sie sich auf jeden Fall besser anfreunden. Deshalb werden wir mit ihm Fotos teilen und einfach erzählen, wo wir herkommen und wie wir aufgewachsen sind. Dann werden wir ihn einheizen. Wer weiß, vielleicht ist er ja auch ein aktiver Sim. Und dann werden wir ihn noch einmal kennenlernen. Anscheinend ist das ein Rudelplatz. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Lou bei den Wildfangs. Also wird das der Platz von den Wildfangs sein. Okay, aber jetzt werden wir uns noch ein wenig mit Lou anfreunden. Ich hoffe, dass sie sich gut verstehen. Wir werden ihn dann nach seiner Karriere fragen. Ich meine, er sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als hätte er einen Job. Iana hat folgende Merkmale von Lou kennengelernt. Er ist kleptomanisch und er ist arbeitslos. Okay, das sind tatsächlich nicht die besten Eigenschaften in einem Mann, aber gut. Dann fragen wir ihn gleich mal, ob er Single ist. Oh nein, bleib da. Ich möchte noch mit dir reden. Ich möchte herausfinden, ob er Single ist. Fragen, ob Single ist. Bleibst du da? Ja, perfekt. Er bleibt noch ein wenig da. Er ist angespannt, aber sie ist auch angespannt. Also ja. Das haben sie dann schon einmal gemeinsam. Er ist Single. Sehr gut zu wissen. Flirten werde ich jetzt aber noch nicht mit ihm. Ich werde ihn mal bitten, abzuhängen. Ich möchte dann nämlich noch auf eure Meinung warten. Also, ob ihr Lou auch cool findet. Und dann könnten wir uns ihm ja im nächsten Part vielleicht schon ein wenig annähern. Okay, ich kann einen Moment bleiben. Sehr gut. Dann werden wir ihm eine fesselnde Geschichte erzählen. Wir werden nach seinen Hobbys fragen, über Lieblingsschriftsteller reden. Vielleicht ist er ja auch ein Bücherwurm. Bitten, ein freundschaftliches Verhältnis zu den Wildfangs pflegen zu dürfen. Ich frage einfach einmal. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Gut, dann fragt sie ihn jetzt wegen den Wildfangs. Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde, er hat voll die süße Nase. Tut mir leid, aber da musst du bei unserer Führung nachfragen. Rory Oaklow. Ah, den haben wir ja auch gerade kennengelernt. Gut, dann müssen wir uns mit dem also auch noch anfreunden. Gut, dann werden wir ihn einmal bewundern und werden uns noch kurz über unsere Probleme beschweren. Aber ich glaube, dann haben wir ihn auch schon genug genervt. Ich schaue mich noch kurz weiter um. Wer bist du? Oh, hier haben wir Rory. Dann werden wir uns bei ihr auch noch vorstellen. Ich glaube, ich habe vorher gesagt bei ihm. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass Rory eine Frau ist. Wir müssen uns jetzt mit Rory anfreunden, weil sie ist immerhin die Rudelführung. Und wir wollen uns ja vielleicht den Wildfangs anschließen. Gut, dann werden wir mit Rory über kalte Temperaturen sprechen. Wir werden sie nach ihrer Karriere fragen, auch wenn sie vermutlich nur die Rudelführung ist. Dann werden wir auch mit ihr Fotos teilen und einfach erzählen, was uns überhaupt hierher gebracht hat. Wobei ich noch nicht glaube, dass sie vom Angriff erzählen wird, weil das ja ein sehr sensibles Thema für sie ist. Und dann erzählen wir ihr eine fesselnde Geschichte. Okay, Rory ist Freelancerin bei TSYS. Gut, aber dann haben wir uns genug mit ihnen unterhalten. Ich werde jetzt kurz zurückgehen und mir hier etwas zu essen holen. Hier arbeitet gerade niemand. Heute ist ja Alien-Nacht anscheinend. Egal, dann kochen wir uns im Bunker jetzt schnell etwas zu essen. Und zwar, vielleicht kochen wir diesmal wirklich etwas. Machen wir uns einfach einen Grillkäse. Iana hat jetzt auch die Kochfähigkeit erworben und während sie sich jetzt um ihre Bedürfnisse kümmert, schaue ich mir ganz kurz einmal ihr Bestreben näher an. Und zwar muss sie sich in einen Werwolf verwandeln, das haben wir eben schon abgeschlossen. Dann muss sie zum Kümmerling aufsteigen, den Vollmond erleben und Werwolfbücher lesen. Okay, zum Kümmerling aufsteigen ist nochmal die nächste Stufe. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Den Vollmond haben wir auch sehr bald. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er dann schon morgen, und zwar am Donnerstag. Und sie muss noch Werwolfbücher lesen. Die finden wir vermutlich in der Bibliothek. Vielleicht sollten wir dort in der Früh dann gleich einmal hinschauen. Aus irgendeinem Grund ist sie jetzt auch sehr wütend. Wegen einem billigen Kühlschrank. Und wegen Werwolf naturell. Okay, das hatten wir ja auch schon letztes Mal. Sie ist einfach wütend, weil sie gerne wütend ist. Alles klar. Gut, wir haben schon beinahe 2 Uhr früh, deswegen wird es jetzt einfach mal schlafen gehen. Und am nächsten Tag in der Früh schauen wir dann gleich in der Bibliothek vorbei.
Und jetzt haben wir 8:30 in der Früh. Sie fühlt sich unglaublich gut. Sie ist energiegeladen wegen der erfrischenden Dusche und weil sie voller Energie ist. Sie möchte sich jetzt auch mit irgendjemandem unterhalten, aber das ignoriere ich jetzt. Wir schauen nämlich in die Bibliothek. Und zwar ist das die Bibliothek von Moonwood Mill. Das ist auch die Bibliothek, die mit dem Erweiterungspack kam. Also ich habe hier kein Gebäude aus der Galerie platziert. Deshalb bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie diese aussieht. Okay, ich habe mir tatsächlich auch nichts anderes erwartet. Es sieht alles ein wenig traurig aus. Aber auch hier gibt es Duschen. Also wir haben auch hier die Möglichkeit, uns zu duschen. Dann gibt es auch hier einen Trainingsplatz. Und keine Ahnung, was das sein soll. Aber hier können wir auf jeden Fall hinunterklettern. Okay, wen haben wir denn hier? Die Bibliothekarin Lea Wöll. Gut, dann werden wir uns bei ihr auch einmal vorstellen. Ich möchte einfach, dass Iana jeden hier kennt und sich auch mit allen gut versteht. Also zumindest abgesehen von den Vampiren. Aber ich glaube kaum, dass es in Moonwood Mill sehr viele Vampire gibt. Gut, dann werden wir von Interessen schwärmen und über aktuelle Studien reden. Sie ist eine Bibliothekarin, also ich glaube, wir werden mit ihr sehr viel gemeinsam haben. Gut, ich schau mal, ob es hier die jeweiligen Bücher gibt. Okay, sieht jetzt nicht danach aus. Vielleicht können wir am Computer recherchieren. Nein, auch hier finde ich tatsächlich nichts. Aber hier könnten wir uns eigentlich auch für die Universität bewerben. Also das müssen wir auch wirklich bald angehen, weil es ist ja eines der Ziele, dass wir das Geschichtsstudium abschließen müssen. Und studieren in die Sims ist ja immer ein wenig anstrengend. Ich glaube, sie wird sich jetzt einfach einmal für ein Stipendium bewerben. Vielleicht finden wir ja etwas Passendes und dann würden wir uns die Studiengebühren sparen. Das wäre wirklich sehr brauchbar. Wir haben folgende Stipendien zur Auswahl. Bildung für alle. Sims, die nur sehr wenig Geld in der Haushaltskasse besitzen, können sich für dieses Stipendium bewerben. Und dann noch Bewohnerin von Moonwood Mill. Ich glaube, wir nehmen Bildung für alle. Wir haben ja nur 300 Simoleons und das wird auch nicht so schnell mehr werden. Gut, und dann werden wir hier noch Informationen über Foxbury einholen und dann noch Informationen über Brightchester. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht genau, wo man Geschichte überhaupt studieren kann. Also das muss ich mir noch genauer ansehen. Foxbury-Institut. Das stets als Elite-Universität eingestufte Foxbury-Institut befindet sich auf einem modernen Campusgelände. Es verfügt über eindrucksvolle Gebäude und blickt auf eine große Schar Ehemaliger zurück, die als Innovationsführer auf ihrem jeweiligen Gebiet Karriere gemacht haben. Die Universität ist immer auf der Suche nach Studenten, die sich wagen, große Träume zu haben. Okay, Geschichte ist hier ein normaler Abschluss. Gut zu wissen. Und dann schauen wir uns jetzt noch Brightchester an. Nein, du sollst nicht mit Christopher plaudern, du sollst dich jetzt über die Uni informieren. Universität von Brightchester. Die traditionellen Vorlesungssäle der Universität von Brightchester blicken auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Von königlich bis unbekannt wurden hier alle Arten von Studenten unterrichtet. Die Universität ist stolz darauf, sowohl Wissen als auch Moral zu vermitteln, damit sich die Studenten zu vielseitigen und aufrechten Sims entwickeln, die bereit sind, in die Welt hinauszuziehen und etwas zu verändern. Und hier ist Geschichte einer der Spezialabschlüsse. Ich hätte gesagt, wir machen es davon abhängig, zu was sie zugelassen wird. Also wenn sie für die Spezialabschlüsse zugelassen wird, dann werden wir auf Brightchester studieren und wenn nicht, dann gehen wir eben nach Foxbury. Aber wir müssen ja noch immer diese Werwolfbücher finden. Aber leider habe ich noch immer keine Ahnung, wo. Vielleicht müssen wir irgendwie auf die Geheimnisse draufkommen. Ich werde mich noch einmal mit der Bibliothekarin unterhalten. Ist hier vielleicht irgendeine Möglichkeit, wieder nachzufragen? Ja, wir können sie nach Moonwood Mill fragen. Und außerdem können wir sie auch über die Werwolfgudel fragen. Dann werden wir das jetzt machen. Keine Ahnung, warum ich das vorher nicht gesehen habe. Aber ich bin schon sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Viele Rezepte für hilfreiche Werwolftränke beinhalten Mondblatt. Und das kann man nur an der Spitze des großen Felsens ernten. Der Aufstieg ist allerdings nur bei Vollmond sinnvoll. Okay, also das wird vermutlich dieser große Berg sein, den es auf der Map rechts hinten gibt. Nicht rechts hinten, links hinten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Du weißt das nicht von mir, Iana, aber ich habe gehört, dass in beiden Rudeln jeder Rang seine Vorteile mit sich bringt. Stell dir doch einmal vor, köstliche Snacks, die dir wöchentlich geliefert werden und das bereits im Einstiegslevel des Omega-Rangs, das ist doch irre, oder?
Ich sollte herausfinden, wie man sich einem Rudel anschließt. Okay, anscheinend bekommt man in den Rudeln Geschenke. Das klingt tatsächlich sehr cool. Dann geht Iana schnell noch auf die Toilette. Und ich werde mich jetzt hier ein wenig umsehen. Aber irgendwie finde ich nichts Nützliches. Was haben wir hier? Okay, dann werde ich einmal Infos zu Moonwood Mill anzeigen, Infos zu Wildfangs anzeigen und dann auch Werwolf Wutrad ansehen. Okay, das klingt alles sehr spannend. Ich habe mich jetzt übrigens schon ziemlich für die Wildfangs entschieden, einfach weil ich Lou so toll finde. Falls ihr der Meinung seid, ich sollte mich eher den anderen anschließen, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Moonwood Mill. Auf zahlreichen alten Flugzetteln ist zu lesen, dass Moonwood Mill zu seinen Glanzzeiten eine lebendige Holzfällerstadt war. Heute lebt dort eine weitaus kleinere Gemeinschaft, die aus zwei eng verbundenen Gruppen besteht, der Moonwood-Kommune und den Wildfangs. Auch ohne die Holzindustrie gibt es viel zu tun, besonders bei Vollmond. Fange den Mondfisch, der äußerst schwer zu erwischen ist, ernte die seltene Mondblattblume, erkunde den geheimen Untergrund, triff dich mit den Einheimischen oder verbringe eine zum Heulen schöne Zeit in den Bergen mit Blick auf den Lake Lunvik. Hüte dich nur vor Greg. Okay, das klingt sehr spannend und nach sehr vielen Dingen, von denen ich keine Ahnung hatte. Die Wildfangs. Die Wildfangs sind eine rauflustige, freigeistige Gruppe von Werwölfen. Sie betrachten das Leben als Werwolf als ultimatives Geschenk und möchten so gut es geht davon profitieren. Die Welt ist der Spielplatz der Wildfangs. Während sie die weitläufige Gegend erkunden, um den Einfluss ihres Rudels zu vergrößern, wird von den Mitgliedern auch erwartet, sich ständig zu verbessern, um sich zur bestmöglichen Version eines Werwolfs zu entwickeln. Und hier haben wir eben die Rudelführerin. Das ist die Rory. Spannend, wie sie als Sim aussieht. Also sie sieht nach einem echt sehr coolen Sim aus. Ich bin immer begeistert davon, den Wildfangs. Und eine Sache gibt es noch. Werwolf-Wutratschläge. Betritt nicht unbefugt mit Schildern gekennzeichneter Gebiete. Du wurdest gebissen, du denkst, dass du dich infiziert haben könntest, schau bei der Bar vorbei. Die Barkeeper von Moonwood Mill haben ein Heilmittel zur Hand. Denke daran, dich ausgiebig auszuruhen, den infizierten Bereich in einer Dusche abzuspülen und dein Verdauungssystem zu reinigen. Auf dem Laufband zu laufen soll helfen, die Infektion auszuschwitzen. Okay, sehr spannend. Also es gibt auch ein Heilmittel, aber das benötigen wir hier ja jetzt nicht. Viel mehr finde ich hier jetzt auch nicht. Ich hätte wirklich gerne die Werwolf-Bücher gefunden, aber anscheinend sind die sehr gut versteckt. Was haben wir hier? Pilzgewächs. Okay, dann ernten wir einfach mal hier das Pilzgewächs. Ich finde diese Welt übrigens unglaublich cool. Also ich liebe die ganzen Details. Was ist das? Eisenhut, okay. Dann ernten wir hier jetzt auch Eisenhut. Und hier haben wir auch noch Pilze. Dann werden wir jetzt hier einfach alles einmal abernten. Gut, Iana hat jetzt alles abgeerntet. Dann werden wir einfach gleich einmal diesen Pilz hinunterschlingen. Und ich glaube, den Eisenhut bewahren wir auf. Denn soweit ich weiß, genau. Sie wirkt sich auf die Kreaturen der Nacht aus. Das heißt, es ist eigentlich eine Waffe gegen Vampire. Und ich habe zwar gesagt, ich möchte, dass sie keinen Garten hat, aber irgendwie würde ich es trotzdem cool finden, wenn wir den Eisenhut bei ihr zu Hause ansetzen, weil sie eben Vampire hasst und ich finde, das passt dann sehr gut zusammen. Gut, essen wir noch einen Pilz. Oh mein Gott, da war gerade eine Ratte. What? Wie cool ist das? Gut, dann gehen wir jetzt gleich nach Hause und werden den Eisenhut einpflanzen. Kann es übrigens sein, dass es hier die ganze Zeit regnet? Also ich habe noch kein einziges Mal hier die Sonne gesehen. Gut, und hier sind wir wieder. Wo pflanzen wir den Eisenhut am besten ein? Ich werde das jetzt einfach hier hinten einpflanzen. Und früher oder später werde ich es aber, glaube ich, in Töpfe geben. Ich glaube, dass das besser aussieht. Aber gut, dann pflanzen wir das Ganze gleich einmal ein. Was macht sie gerade? Liegestütze. Ach ja, sie ist ja ein sehr aktiver Sim. Vielleicht sollte sie auch sehr bald mal wieder Sport machen. Ich glaube, sonst wird sie sehr schnell unglücklich werden. Irgendwie finde ich, hier fehlt noch etwas. Also das Haus ist so unglaublich leer. Sie wird noch so lange Single bleiben. Ich habe eine Idee. Jana braucht einen Hund. Das ist jetzt ziemlich spontan und ich frage jetzt auch gar nicht um eure Meinung, sondern wir reisen jetzt direkt nach Brindleton Bay und ich hole ihr einen Hund. Also vorausgesetzt natürlich, wir lernen einen süßen Streuner kennen. Aber in Brindleton Bay lernt man noch immer süße Streuner kennen, oder etwa nicht? Dann schauen wir einmal hier in den Welpenpark
und wer weiß, vielleicht lernt sie ja gleich den passenden Hund kennen. Ich finde nämlich, dass ein Hund perfekt zu Werwölfen passt. Also dann können sie auch immer gemeinsam sozusagen auf die Jagd gehen und so. Ich glaube, das passt einfach großartig zusammen. Ich weiß, wir haben jetzt ja noch nicht so viel Geld, aber wir haben ein wenig Geld. Und vielleicht können wir auch in der Bar dann Sachen einrichten für Hunde. Und ich glaube, das schaffen wir dann schon. Gut, jetzt müssen wir nur noch den passenden Hund finden. Ich möchte nämlich auch nicht einen ganz kleinen Hund. Es sollte schon eher ein größerer sein. Also jetzt nicht so richtig in die Kampfhundrichtung, aber vielleicht ein bisschen. In der Zwischenzeit kannst du ja hier noch Sachen ausgraben, damit wir wenigstens irgendwie Geld verdienen. Und auch hier können wir graben. Hier ist eine Pflanze, mit der können wir momentan aber noch nichts machen. Wieso ist hier kein Hund? Hier haben wir einen Hund. Wer bist du? Baloo? Oh, der wäre perfekt, aber der ist kein Streuner. Rosie ist auch kein Streuner. Und Diana hat eine Zeitkapsel gefunden. Die verkaufen wir am besten gleich. Sehr gut. Oh, und da haben wir auch noch gewöhnliche Tuning-Teile. Die verkaufen wir auch gleich mal alle. Sehr gut. Wir bekommen immer mehr Geld. Wir können uns mit Leichtigkeit einen Hund leisten. Also vorausgesetzt, er muss nicht zum Tierarzt natürlich. Das könnte dann natürlich problematisch werden. Was haben wir hier? Gänseblümchen, okay. Und noch eine Zeitkapsel. Die verkaufen wir gleich wieder. Wieso gibt es hier keine Streuner? Aber hier können wir überall graben. Das ist doch auch sehr gut. Wer bist du? Oh, Streuner. Bürgermeister Schnurrhaar. Aber das ist eine Katze. Ich meine, es ist eine super süße Katze. Wir werden uns einmal freundlich bei ihr vorstellen. Aber ich glaube leider, mit Katzen kann Iana eher wenig anfangen. Wer bist du? Bist du der Hund von vorhin? Oder bist du jemand anderes? Jemand anderes, aber du bist auch kein Streuner. Ich meine, die Katze ist schon sehr süß. Aber nein, Iana ist ein Werwolf. Was will ein Werwolf mit einer Katze? Ein Werwolf ist ja irgendwie wie ein Hund. Und demnach sind Katzen ja eigentlich natürliche Feinde, oder? Okay, liebe Leute, wir haben mittlerweile Donnerstag, 9 Uhr früh. Ich war die ganze Nacht hier und es war kein einziger streunender Hund unterwegs. Nicht einer. Jede Menge Katzen, aber kein Hund. Und heute Nacht ist auch Vollmond, das heißt, ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Zeit, ihr einen zu suchen. Deshalb greife ich jetzt zu drastischen Mitteln und wir gehen jetzt in den Create a Sim. Und wir gehen in die Galerie. Und zwar suchen wir meinen Lieblingscreator für Tiere, Pack, und genau, hier ist sie. Und dann schauen wir gleich mal auf ihre Seite und was sie so zu bieten hat. Ich kann sie übrigens nur wirklich empfehlen, sie macht die coolsten Tiere überhaupt. Und sie hat mit Sicherheit etwas dabei, das zu Iana passt. Der Rottweiler-Mix wäre grundsätzlich schon ganz cool. Ein Boston Terrier, der wäre auch süß. Okay, schauen wir noch etwas weiter. Oh mein Gott, ist der lieb. Aber der ist fast zu süß. Einen Pomsky. Das sind einfach die süßesten Hunde der Welt, aber er passt absolut nicht zu Iana. Sie hat sogar drei verschiedene Pomskys. Ich brauche in irgendeinem Let's Play einen Pomsky. Aber gut, ich nehme jetzt einfach mal den Rottweiler. Ich finde, der passt sehr gut zu ihr. Er heißt Howie, das finde ich auch sehr süß. Er ist männlich, er ist treu, freundlich und klug. Das klingt nach einer sehr guten Kombination. Und hier ist er, unser Howie. Er ist unglaublich süß. Er ist jetzt erwachsen, aber ich glaube, ich mache ihn zu einem Welpen, damit wir einfach länger was von ihm haben. Oh mein Gott, er ist so süß. Wie gesagt, er heißt jetzt Howie, aber falls ihr möchtet, können wir ihn natürlich gerne noch umbenennen. Also falls ihr Namensvorschläge habt, bitte gerne ab in die Kommentare damit. Ich finde es nämlich auch nicht unrealistisch, wenn wir ihn jetzt umbenennen, weil sie hat ihn ja offiziell auf der Straße gefunden. Und woher soll sie denn wissen, wie er heißt? Ich glaube kaum, dass er es ihr gesagt hat. Aber ja, ich freue mich, wir haben jetzt Howie in unserer Familie. Okay, aus irgendeinem Grund sind jetzt beide zu Hause gespawnt, aber das ist kein Problem. Sie wird Howie jetzt einmal kennenlernen, dann wird sie ihn loben, warum auch immer. Und dann werden wir ihn streicheln und dann geben wir ihm auch gleich ein Leckerchen. Und ich werde ihm jetzt auch noch schnell die notwendigen Sachen kaufen. Oh, sie haben bereits Freundschaft geschlossen.
Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen einmal einen Napf. Da nehme ich jetzt einfach mal diesen. Ich finde, der passt am besten. Ja, wo stellen wir den jetzt hin? Keine Ahnung. Ich stelle den jetzt einfach mal hier in den Eingangsbereich. Und ich glaube, ich möchte dieses Bett. Das finde ich cool. Und ich werde es gleich in groß nehmen, weil er wird ja auch ein sehr großer Hund. Das heißt, er braucht auch ein sehr großes Bett. Und auch das stellen wir jetzt einfach mal hier in den Raum. Und dann werden wir die Schüssel gleich einmal auffüllen. Es ist so ein süßer Hund. Ich bin wirklich happy damit. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Und schon sind wir wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Vor allem über Kommentare freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Einfach damit ich Feedback bekommen kann, was euch gut gefällt und was euch nicht gefällt und was ich vielleicht noch besser machen könnte. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!